Wie bereits angekündigt, möchte ich für das Kind, das im Hundejahr geboren ist oder wird, die Eigenschaften und den Charakter vom chinesischen Horoskop erläutern. Im Jahr 2006 hatten wir das letzte Hundejahr. Und in diesem Jahr, 2018, ist es wieder ein Hundejahr. Genauer genommen das Erdhundejahr. Viele Eltern, besonders die Mütter, möchten wissen, was und wie wird der Lebensweg meines Kindes, das jetzt geboren ist oder wird. Man möchte wissen, was hat mein Kind für einen Charakter? Was hat es für Eigenschaften? Was wird einmal aus meinem Kind werden? Sei im Gesundheitlichen und wird es intelligent sein? Und was wird es beruflich einmal machen? Und vieles, vieles mehr möchte man schon im Voraus wissen. Nun, dann hört einmal, was dem Kind mit dem Sternzeichen Hund für Eigenschaften in die Wiege gelegt wurde. Der Charakter des Tierkreiszeichen Hund ist ein ganz besonderer Charakter. Dieses Kind ist fröhlich und sehr ausgeglichen. Es ist treu, ehrlich und intelligent, ist mutig, tolerant, pflichtbewusst, kooperativ und auch sportlich veranlagt. Es ist oft sehr ernst, weil es sich unnötig über alle Dinge Gedanken macht, ja, Sorgen macht. Es will alles wissen, hinterfragt alles und ist keineswegs leichtfertig oder leichtsinnig in seinem Tun. Es sind Kinder, die den Eltern gefallen wollen. Sie sind sehr gehorsam und folgsam. Eltern werden ihre wahre Freude haben. Das Hundkind entwickelt sich schnell. Es entwickelt schnell seine eigene Persönlichkeit. Deshalb benehmen sie sich schon sehr früh erwachsen. Allerdings auch oft vorlaut. Mit ihrer Freundlichkeit kommen sie gut mit anderen Personen aus, was sie schon als Kleinkind zeigt. Sie sind sehr ausgeglichen, was auch darin begründet ist, dass sie ihre Ruhe und den Frieden um sich haben wollen. Das Hundkind hält die eigene Meinung nicht zurück. Was ihm auf dem Herzen liegt, sagt es frei heraus. Aber oftmals ist es sehr in sich gekehrt. Hundgeborene sind sehr anmutig und haben die angeborene Eigenschaft durch ihre Intelligenz zur führenden Persönlichkeit. Um das zu erreichen, brauchen sie aber viel Zuspruch und Ermutigung, wie zum Beispiel durch die Eltern, um das Ziel zu erreichen. Auch Anerkennung ist sehr wichtig für das Hundkind. Hat es das Gefühl, nicht anerkannt zu werden, nicht gelobt zu werden, kann es leicht in eine Gleichgültigkeit verfallen. Wird es dann auch noch getadelt und gerügt, dann schaltet es auf stur. Hundkinder kommen im folgenden Tierkreiszeichen gut zurecht mit dem Pferd, Tiger und Hase. Hingegen mit dem Drachen, der sich arrogant zeigt, und mit der Ziege wird das Hundkind immer Probleme bekommen und haben. Ja, liebe Eltern, liebe Mütter, das ist der Charakter eures Kindes, das in einem Hundjahr geboren wird oder ist. Mit all den Eigenschaften. Ihr könnt es euch immer wieder anhören und dann feststellen, wie die Wesenszüge eures Kindes sich zeigen. Ja, wie die Entwicklung eures Kindes wird. Ganz herzlich, eure Deria.